ja, wir freuen uns total, hier zu sein. Danke für den Applaus. Ich stelle uns kurz vor, Tim Giesbass ist Host und Autor bei Reporter. Der macht also Filme für uns und ich bin Planungsredakteurin. Das heißt, ich betreue Filme von der Themenfindung bis zur finalen Abnahme im Schnitt. Und unser Vortrag heute für euch heißt Sex Matters. Ist Journalismus für die Generation Z wirklich schon Aktivismus? Es gibt diesen Vorwurf ja durchaus. Und das bedeutet, dass wir mit euch über eine Fragestellung sprechen wollen, die uns in der täglichen Arbeit eigentlich ständig begegnet, nämlich wo ist die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus? Wir arbeiten für einen Kanal von Funk, das heißt, wir sind öffentlich-rechtliche Journalisten und das bedeutet auch, dass es für uns da eine ganz klare Grenze gibt, die wir einhalten wollen. Gleichzeitig berichten wir aber, Salva hat das ja gerade schon erzählt, über Genderfragen, Fragen der persönlichen Identität, über Themen der LGBTQ-Community. Und das heißt, dass es in dem Bereich natürlich viele AktivistInnen gibt und viele unserer ProtagonistInnen auch klare Anliegen haben, die sie vertreten. Und auch bei uns in der Redaktion arbeiten ganz selbstverständlich queere Menschen auch vor der Kamera, ich selber ja auch. Und das bedeutet, dass wenn wir als JournalistInnen unterwegs sind, wir natürlich irgendwie immer auch dem Vorwurf begegnen, wenn wir selbst Betroffene sein könnten, dass wir da als AktivistInnen auftreten. Wir sind aber überzeugt, dass man über diese Themen diskriminierungsfrei berichten kann und trotzdem eine klare Grenze zum Aktivismus ziehen kann. Und dafür haben wir uns in unserer Redaktion Standards, Tools, Gedanken und Werte überlegt, die uns dabei helfen, bei den Reportagen vorzugehen. Wir wollen euch heute im Prinzip in so einem kleinen Einblick in unsere Werkstatt geben und euch die Möglichkeit geben, zu erfahren, wie wir unsere Filme machen und wie wir dabei vorgehen. Das machen wir exemplarisch anhand von zwei Beispielen. Vorher wollen wir euch aber einen kleinen Einblick in unseren Kanal geben, damit ich davon ausgehen kann, dass das alle immer gesehen haben. Das sind jetzt Beispiele von Filmen, die sich genau mit den Themenbereichen beschäftigen, über die ich gerade gesprochen habe. Hallo. Man kann auch mehrere Menschen lieben, also zumindest genug Gefühle waren dann für alle da. Die beiden für eine Beziehung, wir für eine Beziehung, wir für eine Beziehung und die Beziehung zu dritt, das sind im Endeffekt ja vier Beziehungen. Warum ist es für dich okay, dass wir den Oberkörper sehen? Weil ich ziemlich stolz bin auf meine Narben, so kann man das sagen, denn ich habe vorher wirklich schon sehr unter meiner großen Oberweite gelitten, weil ich die eben abgebunden habe. Geht das so alles für Sie? Ist das okay? Ja, Geht das? Ja, okay. Marciana ist nicht binär, ordnet sich also weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zu. Wenn ich irgendwo hingehe, bitte nicht mit Herr und Nachname angesprochen werde, sondern dass ich halt dann einfach, dass es weggelassen wird, dass ich damit Vor- und Nachnamen angesprochen werde. Es geht um Beschneidung, also die Entfernung der Vorhaut am Penis. Es macht mich einfach wütend. Ich fühle mich da so ein bisschen hilflos. Es ist halt einfach Kultur. Du wächst in einem muslimischen Kontext auf. Ich werde meinen Sohn beschneiden lassen, wenn ich einen bekomme. Wir haben für diesen Film auch nach euren Erfahrungen gefragt und ich glaube, wir haben selten so viele Kommentare und auch Mails bekommen mit super persönlichen Geschichten. Gut ein Drittel aller Städte und Gemeinden hier in Polen haben sich zu sogenannten LGBT-freien Zonen erklärt. We can came to her and burn her house down, beat her or something. In den letzten Jahren hat sich hier in Berlin eine Szene entwickelt, in der Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinäre und Transpersonen sagen, genau das, was die Jungs machen, das wollen wir auch. Für mich macht das einen Riesenunterschied, dass ich weiß, wenn ich möchte, dann kann ich Sex haben. Und ich muss nicht erst mich durch irgendwelche romantischen Gefühle zwingen oder so. Das muss die Frau halt. Männer, die sagen, sie sind super straight. Das heißt, sie daten kategorisch keine Transfrauen, sondern nur Frauen, die schon bei Geburt dieses Geschlecht haben. Ich kann dich nicht hundertprozentig als Frau verstehen. Und damit wäre Transfrau. In dem Sinne, wie du es möchtest. Ich akzeptiere dich so. Also nur weil ich selber sage, ich bin nicht transphob, heißt das ja noch lange nicht, dass meine Taten nicht eventuell doch transphob sind. Ja, das so als kleiner Eindruck von den Filmen, die wir zu diesen Themen machen. Zur Einordnung, das ist natürlich nur ein Teil von den Themen, die wir machen. Ich habe es mal durchgezählt fürs letzte Jahr. Es ist ein Fünftel der Filme zu den Themen LGBTQ, Gender Identität etc. Der Rest sind ganz andere Themen. Das heißt, wir sind kein monothematisches Format. Trotzdem finden wir diese Themen relevant und ich sage euch auch gerne, warum. Es gibt zwei Gründe. Das eine ist unsere Zielgruppe. Wir machen Filme für die Zielgruppe 14 bis 26 etwa, also
ungefähr das, was man so als Gen Z bezeichnet. Und ich weiß nicht, ob ihr die Studie Jugend in Deutschland kennt, aber da heißt es jetzt ganz frisch, ein Fünftel der Menschen aus dieser Altersgruppe bezeichnet sich selbst als queer. Das heißt, wir gehen davon aus, dass diese Themen Identitätsfindung, Partnerschaft, aber auch Diskriminierung, solche Themen, dass die eine große Relevanz für unsere Zielgruppe haben. Und das kriegen wir aus der Community auch gespiegelt. Der andere Grund ist, dass wir ein öffentlich-rechtliches Format sind. Reporter ist Teil von Funk. Wir fühlen uns dem öffentlich-rechtlichen Auftrag verpflichtet. Wir sind dem öffentlich-rechtlichen Auftrag verpflichtet. Stichworte Information, Orientierung. Die Öffentlich-Rechtlichen verpflichten sich ja selbst auch, dazu beizutragen, zu einer modernen, offenen, vielfältigen Gesellschaft. Und deswegen beschäftigen wir uns mit diesen Themen, die manche möglicherweise als Nischenthemen wahrnehmen möchten. Aber wir sind eben überzeugt, dass das Themen sind, die für die ganze Gesellschaft eine große Relevanz haben. Machst du nochmal weiter? Nochmal weiter? Klick mal da. Ja. Da. Da sieht man es auch nochmal. Funk und unsere Community, das sind die Gründe, warum wir Thema cool, die Folie hatte ich übersehen. Guck mal, wir haben ja alles aufgeschrieben, aber ich wusste nicht, dass die Folie... Super. So. Genau, jetzt zur Frage, wie machen wir diese Filme? Ich habe ja versprochen, dass ihr ein bisschen Einblick darin bekommt, wie wir da vorgehen. Wir haben uns ein paar Standards überlegt, wie wir sozusagen solche Themen behandeln. Und das beginnt für uns bei der Sprache. Wir haben den Eindruck, dass wir eigentlich nicht glaubhaft darüber berichten können, über Transmenschen zum Beispiel, wenn wir nicht diskriminierungsfreie Sprache benutzen. Das bedeutet, dass wir klar gendern. Wir haben den Eindruck, dass wir uns sonst im Prinzip gar nicht glaubhaft mit diesen Themen beschäftigen können. Trotzdem bedeutet das, wir weisen auf Missstände hin, wir zeigen, wo Diskriminierung passiert und gleichzeitig machen wir uns nicht zu den Agenten unserer ProtagonistInnen. Ich werde nie Anwalt meiner Protagonistin und vertrete deren Position. Das ist sozusagen das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen. Du musst nicht weitermachen. Nicht noch, ich weitermachen. Nicht. Zurück. Ja, du musst sprechen. Okay. Wir wollen euch erzählen, was wir für Standards und Tools haben. Ich bin mit den Tools dran. Die Tools sind in der Redaktion von der ersten Themenfindung bis hin zur finalen Abnahme und dem Community-Feedback immer mit dem Stichwort Multiperspektivität verbunden. Das heißt, wir haben in der Woche eine Konferenz, wo möglichst viele aus dem Team da sind. Das sind so 20, 25 Leute insgesamt, das Team. Und kein Thema schafft es in einen Film, was nicht durch diese Konferenz gegangen ist. In der Konferenz haben wir durch die Zusammensetzung des Teams natürlich möglichst viele Sichtweisen auf ein Thema. Da wird heftig diskutiert, da entscheiden wir, welche Gegenpositionen sind. Oder das entscheiden wir dann natürlich auch noch im Prozess. Aber wir sehen relevante Gegenpositionen, über die wir dann entscheiden, kommen die in den Film rein. Auch in der Recherche haben wir eine Checkliste, wo wir versuchen, Multiperspektivität zu garantieren. Zu der sagt Tim nachher noch was. Wir haben im Abnahmeprozess viele Beteiligte in der Abnahme. Das ist nie immer nur eine Person, die so einen Film sieht von Anfang bis Ende, sondern es sind viele Augen, die da drauf schauen. Und wir haben jede Woche ein externes Feedback. Das heißt, sowohl externe JournalistInnen feedbacken unsere Filme als auch UserInnen. Das ist was uns wichtig ist, denn wir nehmen unsere Community total ernst. Wir haben eine sehr kritische, aber auch sehr konstruktive Community. Und bei uns werden alle Kommentare ernst genommen und viel davon auch diskutiert und in den Workflow aufgenommen. Übrigens, wer Bock hat, mal Feedback zu machen, melde sich danach bei uns. Wir freuen uns immer sehr über Perspektiven, die wir sonst nicht hören. Das wäre cool. Genau, dann, ich habe es versprochen, machst du einmal weiter. Wir wollen mit euch ein bisschen anhand eines Beispiels erzählen, wie wir da vorgehen. Das ist dieser Film. In dem Film ging es um genderneutrale Erziehung. Ich würde ganz gerne einmal per Hand heben. Wer hat davon schon mal gehört und weiß, was ist? Ja, Halleluja, ist auf jeden Fall, entweder geben alle an oder es stimmt. Genau, es geht in dem Film, für die es noch nicht gehört haben, darum, dass die Familie von Nova, das blonde Kind dort vorne im Vordergrund, Nova und das andere Kind, das die Familie hat, geschlechtsneutral oder geschlechtsoffen, so nennt die Familie das, erzieht. Wir haben die in dem Film durch den Alltag begleitet, uns angeguckt, was bedeutet dieses Erziehungsmodell eigentlich, wenn man das macht. Gleichzeitig haben wir aber auch mit der Erzieherin von Nova gesprochen und auch mit einem Sexualwissenschaftler, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Und ich würde euch ganz gerne mal so die Schlüsselszene in diesem Film zeigen. Die war relativ am Anfang einmal. Dass Nova sich den Namen ja selber ausgesucht hat. Ich glaube, das ist so eine Frage, die haben wahrscheinlich alle am Anfang. Könnt ihr mir das ein bisschen besser erklären? Wie ging das ab? Wie lief das ab? Wir hatten Nova einen geschlechtsneutralen ersten Namen gegeben und einen zweiten geschlechtsspezifischen. Und dann aber halt eigentlich so drei Varianten irgendwie, so Nova, Noah, Nora. Mhm. So einfach immer mal abgewechselt. Und am Anfang hat Nova dann Nono gesagt, weil es halt einfach anders nicht ging. Dann haben wir es auch teilweise übernommen. Mhm. Aber genau, dann haben wir nochmal gedacht, okay, aber vielleicht ist es nicht genau das, weil nur weil es jetzt sprachlich nicht ging. Wollen wir noch uns mit Pronomen vorstellen? Ja, ich? Genau, ich heiße Jule und ich benutze die Pronomen sie. Ich bin Finja und ich benutze keine Pronomen.
Ich bin Tim, aber ich benutze eben das Pronomen er. Dann magst du mir ins Ohr flüstern, welches Pronomen du benutzt? Oder soll ich sagen, was du häufig präferierst? Hm? Genau, also wir könnten widersprechen, aber häufig sagt nur, was Nova keine Pronomen benutzen möchte. Mhm. Das ist ja für uns auch so ein bisschen geschlechtsoffen begleiten, dass wir so alle Pronomen, alle Geschlechter anbieten. Einmal zur Ausgangslage für den Film. Wir hatten hier ProtagonistInnen, von denen wir wussten, dass sie auch ein bisschen unseren Schutz brauchen. Das Thema ist ziemlich umstritten und Menschen, die sich dazu in der Öffentlichkeit äußern, bekommen danach, das war auch jeder Fall, sehr viel Kritik ab, auch Hassnachrichten. Und wir wussten, dass wir, wenn wir mit der Familie zusammenarbeiten wollen, wir irgendwie die Identität der Kinder schützen müssen und auch die Identität der Protagonisten, der beiden Eltern. Gleichzeitig hatten wir einen Fall hier, wo einfach eine extrem dünne Faktenlage zum Thema ist. Es gibt nicht besonders viel Forschung zu genderneutraler Erziehung aus Deutschland, sowieso fast gar nicht, wenn überhaupt aus Skandinavien. Nur diese sozusagen, das war eine relativ dünne Grundlage, auf der man so Werturteile finden konnte. Zeitgleich hatten wir aber den Eindruck, dass es eine wachsende Relevanz zu dem Thema gibt. Das zeigt ja auch gerade irgendwie die Wortmeldung. Es haben wirklich viele Leute davon schon gehört. Das wird immer mehr Thema. Wie geht man eigentlich in der Erziehung, auch vielleicht später, wenn man Kinder bekommt, damit um? Was bedeuten Geschlechterstereotype dafür? Und deswegen war unsere Herangehensweise so, dass wir uns erstmal wirklich umfassend damit beschäftigt haben. Ich habe gesprochen mit PädagogInnen, PsychologInnen, SexualwissenschaftlerInnen, einer von denen ist ja auch im Film. Ich habe mich auch damit beschäftigt, was KritikerInnen dazu sagen, um ein bisschen abzuwägen, wer hat da eine relevante Position, wer urteilt da vielleicht auch nur aus dem Bauch heraus, weil er das halt scheiße findet. Und diesen Rechercheweg haben wir später auch nochmal transparent in die Infobox gepackt. Das ist ja nochmal so eine zweite Ebene, die wir bei YouTube zum Glück haben. Und aus diesen ganzen sozusagen Erkenntnissen in der Recherche haben wir aber abgeleitet, dass wir bei diesem Film ganz wichtig ist, dass wir mit größtmöglicher Offenheit in diese Recherche reingehen und auch in die Begleitung dieser Familie. Ihr seht mich hier ja nicht in einem Moment haben, wo ich sage, ist aber weird, dass ihr mit einem fast vierjährigen Kind Pronomen abklappert. Erstmal ging es aber darum, sich zurückzuhalten und dann die Möglichkeit für die Community zu schaffen, die den Film sieht, später Werturteile zu finden. Das war uns halt hier total wichtig. Manchmal mag man das ja so spontan als Reporter haben, dass man so ein Bauchgefühl hat, aber hier war wirklich klar, wir halten uns erstmal zurück. Für uns ist halt an dieser Stelle so wichtig gewesen, dass wir in der Recherche Gegenpositionen herausarbeiten, um eine Form von Multiperspektivität zu bekommen. Das bedeutet für uns, dass wir im Film halt wieder sozusagen Meinungen haben, die sich auch teilweise widersprechen. Pardon, jetzt muss ich immer meinen Zettel. Guck mal, wenn man aufgeregt ist und die Hände zittern, gell? Nix. So, jetzt. Und wir haben eine Gegenposition gefunden. Und uns war aber wichtig, keine Gegenposition zu finden nach dem Motto, wir laden jetzt eine AfD-Politikerin ein, die die Leute anschreit, sondern wir wollten jemanden finden, der eine Meinung zu der Familie haben kann, weil er die Familie persönlich kennt. Dafür habe ich ein bisschen im Umfeld rumgesucht und wir haben tatsächlich es geschafft, mit der Erzieherin zu sprechen von Nova. Das können wir euch im nächsten Film einmal zeigen. Was muss dieses Kind alles so entscheiden? Ja. Was möchtest du anziehen? Wie möchtest du heißen? Ja. Wer möchtest du sein? Was möchtest du essen? Mhm. Möchtest du in den Kindergarten oder nicht? Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Kinder auch Erwachsenenführung brauchen und Anleitung brauchen und Orientierung brauchen. Dass jemand sagt, komm, das ist gut für dich, ich habe das für dich entschieden. Mhm. Ich bin nicht so ganz sicher, ob ich es so neutral extrem gut finde. Mhm. Weil es ganz wegzulassen ist so das andere Extrem meiner Meinung nach zwischen, also mir fehlen so ein bisschen die Zwischentöne doch tatsächlich. Wir diskutieren eigentlich bei jedem Film, was sind Gegenpositionen? Und aber uns ist total wichtig, was sind Gegenpositionen, die neu sind? Nicht die Klassiker irgendwie rauszupacken und zu sagen, guck mal, das ist das klassische Pro-Contra. Und deswegen war uns so ein ungewöhnlicher Blickwinkel auf die Familie total wichtig. Angela weiß ja wirklich, wovon sie spricht. Die hat Nova genauso wie die Eltern jeden Tag um sich rum und kann viel besser beurteilen, was macht es eigentlich mit Nova so aufzuwachsen, als irgendjemand anderes. Natürlich ist eine wissenschaftliche Sichtweise trotzdem wichtig. Deswegen hatten wir auch noch einen Wissenschaftler im Film, um das sozusagen noch ein bisschen aus der höheren Perspektive zu analysieren, aber für uns spielt da diese Erzieherin einfach eine Schlüsselrolle, weil sie für uns klar macht, innerhalb dieses Films gibt es verschiedene Sichtweisen aus dem Umfeld von Nova, wie Nova so aufwächst. Genau, das hat diese Kritik, die Angela gerade formuliert hat, die kommt ja auch aus einer pädagogischen Sicht und die haben wir tatsächlich dann auch noch später im Film mit den Eltern besprochen. Also es gab auch dort einen Austausch zwischen diesen, sozusagen für zwischen Pro und Contra. Und das bedeutet eigentlich für uns Multiperspektivität innerhalb der Filme, dass wir widersprechende Meinungen haben, die aber irgendwie zusammengeführt werden. Und im Prinzip ist das so ein bisschen Schlagwort Information statt Aktivismus. So kann man sich am Ende dann selber die Meinung bilden und ich habe mich mal sehr zurückgehalten damit, wie ich das so finde.
Da war noch ein Ausdruck, den wir jetzt den, springen. Genau. Und ich wollte euch noch was grundsätzlich sagen zum Dilemma, was wir haben, weil wir auf algorithmusgetriebenen Plattformen unterwegs sind. Reporter als Format gibt es auf YouTube und auf Snapchat, das sind unsere Hauptplattformen. Wir sind auch auf Instagram und Facebook. Und natürlich gibt es da einen Widerspruch grundsätzlich zwischen dem Algorithmus und dem journalistischen Anspruch. Das ist euch wahrscheinlich alles nichts Neues. Ich sag's trotzdem mal, diese Plattformen bestätigen ja immer gerne wieder das, was du schon cool fandest. Also alles, was du likest, wird dir vermehrt angezeigt. Und für eine Redaktion ist dann natürlich, wenn sie Erfolg haben will, die Verführung groß, immer wieder das Gleiche zu machen und die Weltbilder immer wieder zu bestätigen, weil das wird dann eben auch geklickt von den Leuten, die es beim letzten Mal schon geguckt haben. Und das ist für uns aber ein absolutes Don't. Was für uns ein absolutes Du ist, ist genau diese Erwartungshaltung zu brechen. Und dazu haben wir noch ein Beispiel mitgebracht. Das ist ein Film, der beschäftigt sich mit dem Thema Die Trans. Und da möchte ich jetzt auch noch mal gerne wissen, wer weiß, worum es dabei geht. Einmal die Hände hoch. Schon weniger. Weniger, ja. Deutlich interessant. Weniger. Genau. Also die Geschichte ist die, Nele hat eine Transition gemacht zu Peer und dann ist sie wieder Nele geworden. Und sie lebt jetzt wieder als Frau. Das ist ein Thema, was in der Trans-Community durchaus umstritten ist. Und da zeigen wir euch jetzt mal einen kurzen Ausschnitt. Hast du jemals Reue empfunden darüber, dass du deine Brüste hast wegmachen lassen? Nee. Also ich habe Angst, dass es eventuell irgendwann kommt, dass ich irgendwann diesen Punkt überwinde, wo ich diesen Hass gegenüber meinen Brüsten habe und dass es dann plötzlich irgendwie passiert, aber ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass wenn ich jetzt mit meinem jetzigen Wissen nochmal in der Situation wäre, mich zu entscheiden, möchte ich diese Operation oder nicht, dann würde ich mich dagegen entscheiden. Es gibt aber ja schon auch viele Menschen, die so eine Geschlechtsangleichung gemacht haben und denen es danach einfach sehr gut ergangen ist und immer noch geht und die einfach zufrieden sind. Ja. Findest du, das wird durch deinen Fall in Frage gestellt? Nein. Ich finde, durch meinen Fall wird eher in Frage gestellt, ob das für alle die richtige Lösung ist. Film hat meine liebe Kollegin Lisa Altmaier gemacht und wir haben vorher in der Redaktion noch sehr kontrovers darüber diskutiert, weil das natürlich eine Fragestellung ist, Transition hin und wieder zurück, die ganz das Schicksal von vielen oder das Leben von vielen Transpersonen schon natürlich in Frage stellen kann. Denen wird ja immer wieder der Vorwurf gespiegelt, du machst das zum Spaß, das ist überhaupt nicht ernst zu nehmen und es ist aber ernst zu nehmen. Genauso ist aber auch die Geschichte von Nele ernst zu nehmen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dort sozusagen Multiperspektivität nicht innerhalb eines Films unbedingt, sondern innerhalb unseres Kanals. Wir haben die Geschichten von Transpersonen erzählt und wir erzählen aber eben auch die Geschichte einer Die-Transperson. Das ist für uns im Prinzip auch wichtig, mit eingebaut natürlich die Einordnung, die Lisa da ja an dieser Stelle auch gemacht hat, zu sagen, aber guck mal, was ist denn mit dem Schicksal anderer Transpersonen? Also wir haben auch dort darüber gesprochen. Deswegen war uns bewusst, dass wir da Erwartungshaltung brechen, aber wir haben das eben entschieden. Jetzt haben wir nur noch 3 Minuten und deswegen kommen wir zum Schluss. Ja, genau. Im Prinzip habe ich es ja gerade erzählt, mit Multiperspektivität, das ist so das Fazit unseres Vortrags, findet innerhalb unserer Filme statt, aber eben auch innerhalb des Kanals. Manchmal widersprechen sich verschiedene Filme und deswegen ist das für uns so die große Leitlinie, Multiperspektivität herzustellen, damit dann unsere Community sich eine Meinung bilden kann. Jetzt machen wir kurz, zeigen noch, achso, ihr dürft euch gerne, jetzt ist zwar quasi Zeit für Fragen. Wäre noch ein kurzer Moment für ein, zwei Fragen. Aber wir müssen noch einmal weitermachen. Noch einmal? Wir wollen ja nicht die anderen Reporter, die da vor der Kamera stehen, vergessen. Das sind meine lieben Kollegen, die gehören natürlich alle auch dazu. So, jetzt melden sich Leute. Wir nehmen, glaube ich, dran, ne? Wer möchte denn zuerst? Ich sehe da vorne die Frau mit der Sonnenbrille. Das hilft natürlich heute super. Hallo, Pauline, mein Name. Ich würde gerne wissen, ich arbeite auch als Journalistin und manchmal habe ich das Problem, dass Protagonisten ja für eine ganze Gruppe stehen. Und dann machen die aber irgendwas, sagen zum Beispiel was Rassistisches oder so, was jetzt gar nicht zu dem Thema gehört. Und wie geht ihr da auch bei der Auswahl der Protagonisten und vielleicht auch mit dem, wie ihr sie dann präsentiert, um, dass sie trotzdem für diese Gruppe sprechen können? Also ich glaube, es ist total wichtig zu wissen, dass es kann ja niemand jemals für eine Gruppe sprechen. Natürlich benutzen wir Leute logischerweise, ne? Wir haben das Schicksal D-Trans und Nele spricht dann sozusagen darüber. Aber eigentlich sind unsere Filme immer so aufgebaut, dass deutlich klar wird, dass jemand über sich spricht und über das eigene Leben. Mir ist jetzt noch nicht passiert, dass jemand zufällig beim Dreh was Rassistisches gesagt hat, thank God. Aber es kommt natürlich auch darauf an, hat es mit dem Thema zu tun, ne? Dann wäre die Frage, beschäftigt man sich damit, spricht man das an? Wir haben ja zum Glück die Möglichkeit, dass wir mit vor der Kamera sind und da Diskussionen abbilden können, die wir auch beim Dreh live führen. Und wenn es natürlich problematische Zusammenhänge gibt rund um die Protas, dann muss man sich überlegen, ist das ein richtiger Prota, um ein Thema mit dem zu machen oder mit ihr?
was jetzt nicht mit diesen Äußerungen zusammenhängt. Ne? Also da müssen wir dann eben auch schauen. Müsste man es nicht eigentlich im Film thematisieren, dass so jemand sowas von sich gibt? Und dann kann man das natürlich nicht ausschließen. Im Zweifel ist das dann eben auch keine Prota, wenn wir das nicht im Film thematisieren können. Hoffe, das war ausreichend erklärt. Dann schaffen wir noch... Kannst auch in mein Mikro reinbrüllen, wenn es schneller geht. Ja, wir hatten schon Protas gerade. Ich würde da anknüpfen. Ihr habt ja gemeint, ihr müsst bei bestimmten Themen eure Protas auch schützen. Wie schafft ihr es überhaupt, für die Themen Leute zu gewinnen? Also ich bin selber journalistische Volontärin und muss ganz ehrlich zugestehen, es fällt mir manchmal sehr schwer, für meine Beiträge Leute irgendwie zu bekommen. Ist es bei euch? Habt ihr schon so eine große Reichweite, dass die Leute auf euch zukommen? Wie könnt ihr da eure Gedanken? Jein. Also es ist voll harte Arbeit. Also es ist einfach, das ist echt der Struggle so. Aber ehrlich gesagt, passiert auch nicht so oft, dass wir jetzt sagen, guck mal, wir haben da ein Thema und jetzt suchen wir mal in der Welt, dass das irgendwen auch betrifft. Bei dem Genderneutral-Film zum Beispiel, da hat uns die Reichweite geholfen. Wir haben halt im Community-Tab einen Post gemacht, hallo, wir wollen einen Film dazu machen. Wer hat das erlebt? Es haben sich tatsächlich voll viele Familien gemeldet und am Ende sind wir halt mit denen zusammengekommen. Sind ja auch manchmal so Dinge wie, passt das terminlich? Ne? Welche Anforderungen haben die sozusagen auch an uns, was so den Schutz angeht? Ja, das ist so ein bisschen, also Community hilft uns halt total, das ist immer super und dann ist es aber einfach auch echt ein bisschen Reporterglück. Also das ist halt, wenn man mal jemanden nicht findet, das liegt halt auch nicht an einem. Das ist halt so, wir haben zum Glück, da muss man ja mal Danke an die Redaktion sagen, auch einfach echt Zeit. Also manchmal suche ich halt ein halbes Jahr und mache da parallel andere Filme und irgendwann hat man die Menschen dann halt in der Hoffnung, dass das Thema noch relevant ist. Ja. Das ist auch viel tatsächlich einfach Recherche. Wir haben auch Rechercheurinnen, die supporten die Hosts. Das ist einfach Recherchezeit, die wir brauchen. Die Leute sind in Foren unterwegs, die sind irgendwie in den sozialen Medien unterwegs, sprechen mit sehr, sehr vielen Leuten, bis dann so eine Prota dabei rauskommt. Aber ist halt ein Vorteil, wenn du einen Kanal im Rücken... Also ist halt einfach so, sonst würde ich die Leute auch nicht finden. Ist halt so. Next one? Da vorne vielleicht noch? Das habe ich... Danke. Ihr habt ja jetzt im Vortrag so ein bisschen abgegrenzt, Journalismus von Aktivismus. Als Öffentlich-Rechtlicher ist es wahrscheinlich auch relativ wichtig, das so abzugrenzen. Aber meint ihr, es kann gar kein aktivistischer Journalismus existieren? Oder ist es nicht manchmal auch gut, einen aktivistischen Journalismus zu machen? Aufklärung, Information kann ja auch aktivistisch sein. Ich glaube, wenn du das machen willst, dann solltest du es auf jeden Fall so kennzeichnen. Dann bist du eben nicht unabhängig als Journalistin. Ne? Für uns geht es halt nicht. Also das ist, selbst wenn wir es wollten, man kann von mir sprechen, dass ich es nicht möchte, deswegen arbeite ich bei den Öffentlich-Rechtlichen. Aber das ist einfach, für uns ist das so klar, das ist quasi der Boden, auf dem man steht, dass das nicht funktioniert. Ich habe aber natürlich total Respekt vor JournalistInnen, die sozusagen für sich eine Mission sehen. Natürlich können die trotzdem auch eine Form von Journalismus machen, aber es ist nicht unsere Form. Ja. Haben wir noch Zeit für eine? Ja, haben wir noch? Danke. Jetzt waren drei Frauen, hat noch ein Mann oder jemand anderes noch eine Frage? Nee, gut, dann wollte nur ein bisschen, dann vielleicht hier vorne direkt. Wenn ich richtig verstehe, wendet ihr euch an einem jüngeren Publikum? Ja, und wir sind auch 14 bis 26 ist die Zielgruppe. Hm. Genau. Wie hältet ihr euch auf dem Laufenden? Habt ihr auch im Team, in der Redaktion, jüngere Leute unter 20 oder gar unter 16? Ich bin die Älteste. Also alle anderen sind sehr viel jünger. Ja, also die Hosts natürlich sind teilweise noch Zielgruppe, teilweise ein bisschen drüber. Wir haben aber im Team auch Leute, die im Channel Management arbeiten. Wir haben StudentInnen, wir haben immer wieder VolontärInnen, HospitantInnen. Also uns ist ganz wichtig, dass wir die Leute aus der Zielgruppe auch ins Team reinholen, weil die uns so viel Impulse geben. Ohne das könnten wir überhaupt keine, also ich könnte diese Filme alleine nicht machen. Ne? So, das ist halt, wir brauchen die Leute, genau das. Wir haben aber auch tatsächlich immer wieder, also wir sind unterstützt von der WDR Medienforschung zum Beispiel, wir haben immer wieder, fragen wir auch ab, welche Themen interessieren euch. Es gab Tage, wo wir sozusagen mit der Community in Kontakt gekommen sind, die waren bei uns in der Redaktion für einen Besuch. Gleichzeitig gab es mal eine Schultour von Reporter, also wir sitzen halt in Köln, waren in Nordrhein-Westfalen an verschiedenen Oberstufen unterwegs, als quasi Kernzielgruppe, haben mit denen über Journalismus diskutiert und dann hat man halt auch schon echt viel abgegriffen an so Infos darüber. Klar, aber also ich freue mich über jeden noch unter 18-Jährigen, der noch mal Bock hat auf Journalismus und vorbeischauen will. Voll. Dann war's das. Dankeschön, wir haben uns gefreut. Applaus